Konnichiwa, ihr Chibis. Mein Gott, war das schon wieder quiekig hier. Und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Stranded Deep. Ist jetzt mein Fleisch gekocht hier? Guckt. Juhu, es ist geguckt. Sammeln wir mal ein. Hoffentlich verrottet das nicht. So, wie in der letzten Folge gesagt, durch ein Update der Experimental-Version von Stranded Deep, muss ich jetzt wieder von vorne anfangen. Soll mich aber nicht weiter stören. Jetzt können wir nämlich das, was wir in den letzten Folgen oder letzten 10 Folgen eigentlich gelernt haben, anwenden, um hier ein bisschen besser voranzukommen. Hoffe ich zumindest mal. Und ich würde dementsprechend sagen, wir kümmern uns erstmal wieder um so wichtige Dinge wie beispielsweise genau, Fire Pit und dann eben Fire Spit, dass wir uns was zu essen machen können. Wir bauen uns wieder so ein Solar Still und ein Water Distiller und ja und so weiter. Jetzt kümmern uns richtig schön darum. Das heißt, wir fangen jetzt erstmal an mit dem Fire Pit. Wir brauchen dazu nur noch ein paar Steine, glaube ich. Jetzt gehen wir hier hin. Besser gesagt, wir brauchen erstmal wieder ein Campfire. Dazu muss ich das Holz jetzt erstmal verheizen, was ich hier habe. So. Müsste jetzt eigentlich wieder vollständig sein. Wie weit geht das Crafting-Menü? Geht das ein ganzes Stück? Ne, das reicht nicht bis da hinten hin. Drei Steine. Eins, zwei und drei. Und Structures. Fire Pit. Geht jetzt nicht, weil das Kindling liegt in der Nähe. Oh Gott, wir haben das ganze Inventar voll. Das heißt, wir schmeißen mal die Lashings jetzt auch auf einen kleinen Ort. Ach, wie schön die sich stapeln können. Ist ja interessant. So, komm her. Dann, genau, C. Structures. Pit. Bup. Jawohl. Dann wäre es gut, jetzt da drüber direkt nochmal so ein Stäbchen zu platzieren, um eben auch Essen da mal zum Beispiel drauf aufspießen zu können. Dazu brauchen wir jetzt drei Sticks und ein Lashing. Ich weiß, ich nenne euch immer Lashings, aber ihr seid halt so Leaves im Endeffekt. So Fasern. Das Kindle werfe ich jetzt erstmal hier daneben. Und suche jetzt erstmal wieder ein paar Sticks. Besser gesagt, ich hack jetzt mit meinem Messerchen. Durability. Scheiße, jetzt sehe ich das wieder nicht. Ich bin so ein bisschen durcheinander, ein bisschen so am Stottern und Verhaspeln und all sowas. Liegt daran, dass ich eigentlich ungern so wieder, so früh schon wieder von vorne anfangen wollte. Gerade wo das mit der Hütte und so weiter recht gut voranging. Und entsprechend, ja, möchte ich versuchen, mich relativ zu beeilen, also für meine Verhältnisse zu beeilen, um auf einen ähnlichen Stand wiederzukommen. Sprich, dass wir zumindest ein halbfertiges Haus haben, dass wir so ein kleines vielleicht diesen Anpflanzbereich diesmal früher machen. Also dieses Beet, dieses Pflanzenbeet. Ich sehe auch gerade, mein Messer ist wohl kaputt schon. Wow. Das ging fix. Und wo war jetzt der Unterschied zum normalen Knife? Hat es jetzt im Endeffekt doch länger gehalten. Also wir brauchen auf jeden Fall ein Lashing. Und jetzt Structures, ein Ding. Geht nur so hin. Okay, dann machen wir das dahin. Das heißt, wir können jetzt da unser Fleisch dann immer dran anstöpseln, um ja, uns das Essen machen zu können. Dann das nächste, was ich gern gebaut hätte, wäre so eine kleine Water Still. Da brauchen wir jetzt nochmal drei Steine zu. Hoppla, Entschuldigung. So. Wo ist es? Ach ja, jetzt fehlt wieder der Eimer. Den haben wir hier in der Nähe. So, jetzt müsste es gehen. Ja. Und zwar würde ich das dahin bauen, wo dann auch unsere Beete hinkommen. Vielleicht hier so und dann die Beete daneben. Weil dann können wir nämlich immer das Wasser von dem hier verwenden, um die Beete zu bewässern. Ich weiß gar nicht, ob ich genug Platz hier hätte, sonst mache ich die auch unten am Strand. Hier vielleicht so irgendwo. Na, ich weiß nicht. Ich hätte sie doch gerne hier irgendwo im Grün. Das sieht ein bisschen fruchtbarer aus. Ich weiß nicht, ob das irgendwelche Auswirkungen hat. Klatschen wir es doch hier hin. Das sieht aus, als hätte ich da nach links und rechts genug Platz. So. Gut, das fängt jetzt schon mal an, Wasser zu sammeln. Für unseren eigenen Feuchtigkeitsbedarf baue ich jetzt noch wieder so einen Water Distiller.
Da haben wir zwar dann auch mal wieder den Job, dass wir Holz nachfüllen müssen. Aber das soll mich nicht weiter stören. Da haben wir wenigstens eine gute, kräftige Möglichkeit, immer wieder Wasser zu bekommen. Was brauchen wir denn dafür? Let me see what we need. Wir brauchen auf jeden Fall wieder ein Campfire. Das heißt, ich brauche wieder 4 Holz. Erstmal brauche ich wieder ein Messerchen zumindest. Und ich baue mir jetzt vielleicht auch schon meine Axt. Das Tutorial ist ja jetzt vorbei. Stone Tool. Plop. Dann, was brauchen wir für die Axt nochmal? Ein Lashing und 2 Stone Tools. Also machen wir noch eins. Sammeln die beiden auf. Und ich muss ja auch nochmal ein Lashing machen. Ach, guck an. Einen halben Bestand an Lashings vernichtet. Über den halben. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Da haben wir ein Stone Tool. Säbeln wir den mal hier weg, hier, den kleinen Kollegen. Na? Die Yucca-Palme braucht dann noch ein bisschen, bis es wieder soweit ist. Na komm. So. Kann ich schon ein Lashing basteln? Nee, kann ich nicht. Okay. Ich habe nicht mitgezählt. Ich fand es ein bisschen schade, dass ich in der letzten Folge... Aha! Du kleiner... Kleine böses Tier, du. Okay, wir haben wieder ein Erzfeind hier auf der Insel. Gut zu wissen. Vielleicht stelle ich mich beim nächsten Mal nicht ganz so dumm an, diesem Erzfeind die Stirn zu bieten. So, ein Lashing. Und wir bauen jetzt ein... Bauen wir natürlich nicht. Wir brauchen erstmal... Ich wollte ein Dings basteln. Hier, eine Axt. Genau, die da. So, plopp. Aufgesammelt. Und damit hacken wir jetzt wieder ein paar kleine Bäumchen um. Denn wir brauchen wieder Sticks ohne Ende. I need to find water. Na, happily we got a coconut on the beach. Gott, das war schlecht, aber egal. Flop. Trinke bei Coconut und schlurf dich. Ach, die ist empty. Die geht. So. Wieder die Axt in die Hand. Ah ne, wir haben nochmal eine Coconut. Und die hauen wir jetzt nochmal mit der Axt zusammen. Pop. Komm her, hier Coconut. Da. Zack. Den fahre ich jetzt mal hier einfach den Log. Da kriegen wir auch auf jeden Fall wieder ein paar Sticks raus. Hocken wir uns mal ein bisschen hin dafür. Hol, da haben wir uns schon mal abgemacht. Vom restlichen Stamm. La la da di da. Da 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 di da da da. Jawohl. Dann den noch hier verhauen. So. Denn wir brauchen jetzt erstmal wieder ein Lagerfeuer. Das hätte ich gern hier hingestellt. Flop. Da soll das dann letztendlich hin. Ich weiß, mit einem Lager jetzt gerade, fällt mir jetzt auch auf. Scheiße. Na egal. Und wir müssen jetzt noch hier rantragen. Achso, wir müssen jetzt noch wieder einen vollständigen Dings draus machen hier. Also Fire Pit. Dann Fire Spit. Brauchen wir wieder ein Lashing zu. Die Schlange war ja gerade auf dem anderen Ende der Insel, glaube ich. Wenn nicht, werde ich es dann schon gleich merken. Ich glaube, da hinten irgendwo war die. Hier können wir schon mal die Kartoffeln dann nachher rausholen. Danke für den Tipp übrigens in den Kommentaren. Aber ich glaube, das hat sich dann ein Video später dann auch gemacht gehabt. Wenn ich mich richtig erinnere. White Potato. Oh, wir haben nochmal eine Potato Plant. Schlimm mit mir. Und alles nur, weil ich so eilig wieder alles schnell zusammen haben möchte. Da ist Bertha. Ich glaube, wir haben nur noch eine Wildsau jetzt auf unserer Insel. Das ist schade.
Kann man die eigentlich irgendwie dann noch auf anderen Inseln einfangen und dann irgendwie zusammenbringen und damit die sich vermehren oder so? So quasi eine Wildschweinzucht oder sowas? Geht das? Das wäre eine geile Sache. So. Lashing. Flop. Structures. Fire Spit. Und was benötigen wir jetzt noch zum Abschluss des Ganzen? Structures. 8 Sticks, 5 Lashings. 8 Sticks, 5 Lashings, okay. Das ist krass. Das sind einfach mal 20 von den kleinen Jungs hier. Und das, obwohl unsere Yucca-Palme noch gar nicht wieder. Hat die schon wieder Fell? Ne, hat die schon wieder Fell? Chibi, was ist los? Ist dein Hirn schon wieder völlig zermartert hier von dieser schönen Urlaubsinsel oder was? Ja. Zack. Gesehen. Was mit dir? Kann man dich auch hacken? Nee, ne? Da ist nochmal eine. Ist das da? Bloß Gestrüpp am Baum. Da ist nochmal eine kleine. Da ist nochmal eine ganz kleine. Da ist die Kartoffelpflanze. Dann ist die Schlange irgendwo. Da, da. Ach ne, das ist ein Krebs. Okay. Hier nochmal eine kleine. Plus einen Stick. Sticks sind ja weniger das Problem. Da können wir ja zur Not irgendwie eine Palme umhauen. Aber die Lashings. Hier ist nochmal die Kartoffelpflanze. Mensch. Oh. Inventar ist voll. Dann machen wir mal kurz ein paar Lashings. Okay, das war's. Oh wow, seriously, ich kann die jetzt auch nicht aufsammeln. Na gut, dann gehen wir mal kurz entrümpeln. Hilft ja alles, nix. Ich kann ja schon mal eine Plane hier vorne hinwerfen. Da, wo das Ganze auch entstehen soll. So. Zusammen mit die Eimers. Denn das ganze Holz kann ich auch mal wieder auf einen Haufen werfen. Achso, kann ja auch dann gleich hier bleiben. Ach, guck an. Aber doch schon mal ein gutes Rudel. Und jetzt sieht es so aus, als könnte ich dann wieder. Warte mal, habe ich eigentlich gerade Hunger oder sowas? Oh ja, Moment. Guckt's mal mit. Mahlzeit. Dann klöppeln wir mal kurz die Kokosnüsse auf. Haben wir auch wieder Platz im Inventar. Yo! Da fliegt mir erstmal meine Kokosnuss um die Ohren. Wäre ja cool, wenn man diese Kokosnüsse dann auch noch irgendwie, wenn sie leer gefressen sind, weiterverwenden könnte. Weil mit der Schale kann man ja auch eigentlich noch viel machen, wie Schalen oder sowas. Jetzt nur doch BHs für die Damen oder so. So, wie schaut's aus? Oh Gott. Braun trinkt was zu essen. Dann. Hauen wir hier mal wieder so eine Palme um. Vielleicht nicht zwingend eine, die direkt hier vorne steht, wo ich gerade. Hallo. Bauen bin. Oh, nehmen wir die hier. Die ist schön groß. Warte mal. Kann ich vielleicht noch ein bisschen beeinflussen, wo sie hinfällt? Nicht, dass sie dann irgendwie hier ins Wasser droppt. Und dann die Haie wieder nur darauf warten, dass ich in ihre Nähe komme. Tatsache. Timber. So, hier haben wir eine Drinkable Coconut. Hatte die noch eine oder hatte die nur eine Kokosnuss? Tatsache, das Riesending hatte nur eine Kokosnuss. Gut, aber das soll mir den Durst erstmal wieder ein bisschen stillen. Also ich muss sagen, mit der Menüführung kommt man deutlich schneller an sein Ziel, was man machen möchte. Eine gute Verbesserung. Finde ich jetzt persönlich. So, wie sieht's aus mit dem Durst? Ja, geht wieder einigermaßen. Wir haben ja hier vorne so eine Destillerie laufen, die schon ein Tröpfchen Wasser gesammelt hat. Sehr gut. So, was brauchen wir jetzt eigentlich noch? Wir brauchen noch weitere Lashings.
jetzt habe ich wieder nicht geguckt, wie viel Durability das Ding noch hat. Haben wir schon wieder so kleine? Da ist noch was Kleines, jawohl. Nehmen wir alles mit. Da ist noch was Kleines. Nimm mit. Achso, ich hatte meine Lashings da hinten ja liegen gelassen. Meine Güte, jetzt hätte ich die fast vergessen. 10 Folgen später, ich laufe da wieder vorbei, finde die Lashings, denke mir so, oh mein Gott, hier war schon jemand. Das würde ich mir zutrauen, ganz ehrlich. Steine haben wir eigentlich noch da vorne, aber nehmen wir mal mit, wenn wir eh gerade hier hinten sind, ein paar vor der Linse haben. So, da ist noch ein Lashing. Warum muss man eigentlich sich größere Schiffe bauen? Geht das irgendwann kaputt oder hat das nur eine gewisse Reichweite oder wird das irgendwann mal von einem Möwe? Wird das irgendwann mal von einem Hai zerstört oder so? Das würde mich mal interessieren, vielleicht von den Leuten, die hier mal reingucken und das Spiel schon ein bisschen weitergespielt haben als ich. So, gucken wir mal, wie viele Lashings wir jetzt schon zustande kriegen. Ein weiteres. Okay, wie viel haben wir insgesamt? Wo sind die restlichen Lashings? Wir brauchen noch 2 mehr, das heißt 8 Lashings. 8 von diesen Fibers herstellen. 8 von diesen Lashings herstellen durch die Fibers. So rum ist es richtig. Mein Gott, Chibi. Hi, Donai. Wenn sich hier noch welche finden lassen würden. Ich glaube, ich habe jetzt die ganze Insel relativ abgegrast. Auch die Yucca-Palme ist noch nicht wieder fit. Doch, da ist noch was. Hier sehe ich noch was. Komm her, hier. Ein paar habe ich noch im Inventar gehabt. Ich habe jetzt nicht gezählt, wie viel, aber ich glaube 3 Stück. Das heißt, ich brauche nur 5. 3. Ah, 4. Jetzt geht's los. Sie wuchern wohl wieder. Ist gerade was bewegt. Achso, das war ein Schatten. Oh Gott! Was war das? War das schon wieder die garstige Kackschlange? Ich schwör's, ey. Ich mach sie kaputt. Ich mach sie kaputt. Die olle Sau. So, die Lashings. Hep. Hep. Der Gampelt hier. Ja, ist ja gut. Wie viele Dinger haben wir jetzt hier? Wir brauchen 8 Stück insgesamt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir brauchen noch 2 Sticks mehr und dann können wir das Ding auch fertig bauen. Sehr schön. Irgendwo da hinten war die Schlange. Lauf nicht in deinem Verderben, Chibi. Komm her, du Stick. Da ist noch was Kleines. Komm her hier. Und dann machen wir uns erstmal unser Feuerchen wieder an. Mal wieder Zeit. Kindling. Zack. Mehr hier. Komm gern. Hab dich nicht so. So. Flop, das liegt auch. Dann stellen wir nun unser Ding hier fertig. C. Structures. Water Distiller. Wieso geht das nicht? Liegt hier wieder zu viel Scheißdreck in der Nähe. Mensch, und ich habe mir eine Taschenlampe nicht dabei. Ich sehe Nüsse. Die ganzen Lashings liegen natürlich noch hier. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Irgendwie sehe ich hier noch was rumliegen. Halt, rechte Maustaste. Geht mal auf die Seite hier, Jungs und Mädels. Ich glaube, ihr werft die jetzt gerade alle zu weit weg, aber ist mir egal. Oh, Jungs, kommt mal weg hier. Aufräumen im Dunkeln. Macht immer besonders viel Spaß. So, habe ich jetzt genug Platz geschaffen? Kann ich es jetzt bauen? Oder ist einfach die Fläche hier nicht passend? Das wäre natürlich der Hammer jetzt. Doch, jetzt geht's. Plopp. Dann nehmen wir unser Eimerchen. Kann ich denn eigentlich hier so... Nee.
Das geht nicht. Hätte er sein können. Den hängen wir da oben hin. Dann brauchen wir noch einen weiteren Eimer. Schön, dass wir so viele haben. Und den hängen wir hier unten hin. Zack. Dann müssen wir das Ganze noch anzünden. Wo habe ich unser Kindling? Da habe ich unser Kindling. Komm her. Und auf geht's zum Wasser herstellen Dingens. Na komm. Ah nee, gar nicht. Na gut, machen wir das Wasser mal schnell an. Das ist das Feuer. Oh Gott. Und holen uns den Eimer nochmal weg. Einmal kurz baden gehen. Lol. Lol. So, jetzt dürfte Wasser haben. So. Zack. Jawohl. Einwandfrei, würde ich mal sagen. Dann sind wir fast schon wieder auf dem alten Stand, bis auf dass das Haus doch fehlt und die Beete. Die Beete. Die rote Beete. Nein, die Gemüsebeete. Beeten. Whatever. Das knöpfen wir uns in der nächsten Folge vor. Dann würde ich sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Da war ich schon wieder fast am Verhaspeln. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.